Optik geht es ja nicht nur um die Brillenoptik an sich, sondern überhaupt um Linsen und Linsensysteme. Dadurch ist man eben auch nicht so limitiert, weil im Prinzip überall, wo eine Linse verbaut ist, und das sind unfassbar vielen Sachen, wird man gebraucht und da werden auch Leute gesucht für die Entwicklung. In der Optometrie geht es prinzipiell darum, erstmal das Auge sich anzugucken in Bezug auf Krankheiten. Ist mit dem Auge alles in Ordnung? Wie sehen Augen aus, wenn mit ihnen alles in Ordnung ist? Wo sind da die Abweichungen? Und nachher eben auch so ein bisschen um die Therapie, wenn da was nicht in Ordnung ist. Und auch, wie erkenne ich das, was nicht mehr passt? Wie erkenne ich vielleicht auch, was das schon genau ist? Und wie verfahre ich jetzt weiter mit meinem Patienten oder mit meinem Probanden? Zusätzlich geht es bei uns in Jena noch sehr um die technische Seite. Also in einigen Hochschulen in Deutschland ist es, dass es direkt aufgeteilt ist. Entweder man hat eine klinische Ausrichtung oder eine technische. In Jena haben wir beides. Dadurch lernen wir eben auch solche Kompetenzen wie zum Beispiel Messtechnik oder einfach technische Optik, was einem später auf jeden Fall sehr weiterhilft. Ich wusste tatsächlich super lange gar nicht, dass man das überhaupt studieren kann. Ich dachte, es gäbe da nur den Ausbildungsberuf Augenoptiker. Dadurch, dass ich dann selbst eine Ausbildung gemacht habe und gemerkt habe, mir reicht das vom Fachwissen noch nicht, es interessiert mich wahnsinnig, aber die Ausbildung greift nicht alle meine Fragen auf, habe ich mich mit meinen Berufsschullehrern damals zusammengesetzt und mal mit denen besprochen, was man so noch machen kann. Und da hat ein Lehrer von mir vorgeschlagen, Mensch, geh doch nach Jena oder nach Berlin und studiere doch Augenoptik, Optometrie. Und dann habe ich mir angeguckt, wie die Hochschulen so sind und fand es einfach super. Also auch die Fachschaft war mega nett und dann bin ich nach Jena gekommen. Also jeder Tag läuft bei uns eigentlich ein bisschen anders ab. Unser Studium in Jena ist sehr praxisorientiert. Dadurch haben wir in verschiedenen Gruppen immer dreistündige Praktika. Wenn wir zum Beispiel im Thema Kontaktlinsen ein Praktikum machen, dann sind wir da jetzt gerade dabei, uns ganz genau anzugucken, wie sieht denn eigentlich das Auge aus oder wie sieht der Untergrund für die Kontaktlinse, also unsere Hornhaut, aus und wie kann ich die ganzen Sachen messen. Das wird natürlich immer begleitet von Dozenten und Laboringenieuren. Und da kommt es eben ganz drauf an, hat man an dem Tag ein Praktikum oder nicht. Dann kann es sein, dass man auch gut und gerne mal um 7.45 Uhr auf der Matte stehen muss und dann seine 3 Stunden Praktikum macht. Es kann natürlich auch sein, dass man dann Glück hat und einfach mal bis 11 ausschlafen kann und dafür dann abends ein bisschen länger bleiben muss. Aber normalerweise besteht so ein Tag, wenn man jetzt kein Praktikum hat, vielleicht aus 3, 4 Vorlesungen und noch 1, 2 Seminaren und Übungen, wo man eben nochmal die Sachen vertieft. An sich mag ich die Hochschule total gerne. Da kann ich jetzt nur für meinen Fachbereich sprechen, aber wir sind super klein, weil mein Jahrgang mit knapp 50 Leuten schon riesig ist. Dadurch kennt man sich in allen Semestern und ist total familiär. Man kann auch immer, egal zu welcher Uhrzeit, eigentlich die Dozenten anschreiben oder auch auf dem Flur ansprechen und alle helfen einem super gerne weiter. Das ist noch ein bisschen weiter weg, aber für das, was ich machen möchte, brauche ich auf jeden Fall noch den Master. Aber prinzipiell würde es mich schon reizen, mal in der Industrie zu arbeiten, in der Produktentwicklung, weil ich es einfach total spannend finde, wie man einfach dadurch, dass man ein bisschen umdenkt, auf komplett neue Produkte kommt. An sich wäre es für mich auch eine Option, vielleicht später mal über einen Quereinstieg ins Berufsschullehramt zu gehen, weil ich das auch total spannend finde und auch gerne angehende Augenoptikerinnen und Augenoptiker unterrichten wollen würde. Dadurch, dass Jena eine unfassbar junge Stadt ist, weil wir ja die Friedrich-Schiller-Universität und die Ernst-Abbe-Hochschule haben, ist eigentlich immer überall was los und man muss sich nicht groß Gedanken machen, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Freizeit. Es gibt eigentlich immer irgendwas Schönes, was man machen kann. Wenn man gerne in die Natur rausgeht, ist Jena auch wunderschön. Denn da Jena ja in einem Tal liegt, kann man komplett um Jena rum wandern gehen und auch in Jena gibt es total schöne Ecken. Also ich bin total gerne zu Fuß auch einfach mal in Jena unterwegs, weil man immer irgendwas entdeckt, was schön ist. Was ich auch super finde und total gerne mache, sind die Kurse über den Hochschulsport, weil man da so viele verrückte Sportarten ausprobieren kann, zum Beispiel auch Quidditch, von dem ich nicht mal wusste, dass es das gibt vorher. Und das macht auch total Spaß, weil man einfach jedes Semester was Neues machen kann. Also mein allererster Tipp ist, dass man einfach gelassen rangehen muss. Man darf sich nicht so stressen. Am Anfang kommt super viel auf einen zu, mit neuen Leuten, neuen Fächern, vielleicht auch Sachen, die man absolut nicht versteht.
man darf sich nicht entmutigen lassen. Man muss einfach versuchen, dran zu bleiben. Und wenn man was nicht versteht, kann man eigentlich immer die höheren Semester ansprechen. Wir helfen gerne weiter. Und ansonsten kann man auch immer auf die Professoren oder allgemein die Dozenten zugehen. Wenn man so allgemeine Informationen zum Studium braucht, ist es, glaube ich, super sinnvoll, wenn man sich mit der WhatsApp-Studienberatung auseinandersetzt, weil das sehr schnell geht und die einem da noch allgemeiner weiterhelfen können. Ansonsten kann man auch immer eine E-Mail an den Fachbereich schreiben, wenn man jetzt schon weiß, hey, ich will Augenoptik studieren. Und dann kann man da auch ein paar Schnuppertage machen und einfach mal bei uns reinschauen.